Es bewegt sich wieder was. So kann Aufschwung auch aussehen. Schlammig, schmutzig, braun. Willkommen im Boomland Texas. Dass wir hier drehen können, verdanken wir ihm. Barry Smitherman, einem der ganz Mächtigen im Ölgeschäft. Ist es das, was ihr sehen wollt? Fragt der Mann, der in Texas über die Bohrrechte entscheidet. Man begrüßt ihn wie ein Star. Keine Ölfirma hatte uns zunächst filmen lassen. Die Bosse sind misstrauisch. Die Geschäfte laufen diskret und erfolgreich. Selbst kühle Manager geraten ins Schwärmen. Ich bin stolz. Öl ist die Lebensader von Texas. Unsere Industrie läuft wieder auf Hochtouren. Hier sind tausende neue Jobs entstanden mit guten Löhnen. Unser Öl wird die USA unabhängig machen von fremder Energie. Was die Filmindustrie für Kalifornien ist oder die Finanzbranche für New York, das ist Öl für Texas. Vorbei die Zeit der Einsamkeit und endlosen Weiten. Cotulla, ein Nest im Süden von Texas. Der Ölboom hat das Städtchen förmlich überrollt. In nur 18 Monaten verdreifachte sich die Zahl der Einwohner. Der Gemeinderat ist stolz und überfordert zugleich. Larry, der Bürgermeister, fremdelt noch mit dem neuen Herzschlag seiner Stadt. Wir hatten Schilder aufgestellt mit der Aufschrift Trucks verboten, aber da hat sich natürlich keiner dran gehalten. Wir mussten mit dem Sheriff verhandeln, um das Chaos in den Griff zu bekommen. 6 neue Stellen für Verkehrspolizisten mussten wir einrichten, sonst wären wir verrückt geworden bei dem Verkehr. Schnell verstehen wir, was der Bürgermeister meint. Stoßstange an Stoßstange schieben sich die LKW-Giganten durch das Städtchen. Diese riesigen Trucks zu steuern will gelernt sein. Keith Porter leitet eine der wenigen Fahrschulen für die Ungetüme. Weil die meisten Jobs im Ölgeschäft an LKW-Fahrer gehen, kommen Trucker aus allen Ecken der USA hierher und machen einen Crashkurs. Look at that. Straight back now. Look at that. Wer die Fahrprüfung im Matsch besteht, kann auf gutes Geld hoffen. Die Jungs verdienen $20 bis $25 die Stunde. Das macht locker Zehntausende im Jahr, so zwischen $80,000 und $90,000. Nur um am Steuer eines Trucks zu sitzen. Das große Geld, darum geht es. Dank neuer Technik greifen die USA nun auch nach Öl, das unerreichbar schien. Gigantische Reserven, rund 5 Kilometer unter der Erde. Der größte Energieverbraucher der Welt könnte bald zum größten Ölproduzenten aufsteigen. Das hier verändert die Welt. Das ist etwas ganz Großes. Mit unseren Ölreserven werden wir bald unabhängig von Lieferungen aus feindlich gesinnten Ländern. Das ist kein Traum, das steht außer Frage. Das Einzige, was das neue Ölzeitalter noch stoppen könnte, sind unnötige Reglementierungen aus Washington. Wie die Motten zum Licht zieht es junge Glücksritter nach Texas. Cotulla platzt aus allen Nähten. Tausende neuer Jobs bedeuten auch tausende neue Arbeiter, die irgendwo unterkommen müssen. Die Ölfirmen haben für sie Containerdörfer aus dem Boden gestampft, schnell auf- und wieder abzubauen, wenn die Karawane weiterzieht. Von so viel Fürsorge kann Mary Mandietta nur träumen. Weil in Cotulla seit dem Ölrausch die Mieten explodiert sind, wohnt die Lehrerin auf dem Parkplatz ihrer Schule in einem Trailer. Wieso sind die Preise in diesem Kaff so gigantisch, habe ich gefragt. Hier ist doch kein Hurricane durchgefegt. Das ist freie Marktwirtschaft, hat man mir geantwortet. Mary schämt sich ein wenig, uns in ihren Wohnwagen zu bitten. Die Kunstlehrerin zahlt der Schule $200 pro Monat für den Stellplatz. Ein privates Zimmer würde das 10-fache kosten. Ihr Unterrichtsmaterial muss sie auf dem Bett verstauen. Wer nicht profitiert vom Boom, muss improvisieren. Fracking heißt die riskante Technik, die den Ölrausch erst möglich macht. Die will man uns nicht zeigen. Wir können nur die Vorbereitungen beobachten. Große Mengen von Chemikalien werden zur Bohrstelle gebracht und später mit enormem Druck in die Tiefe gepumpt. So sprengt man das Gestein und erreicht das Öl. Selbst die Zusammensetzung der Chemikalien darf in Texas geheim gehalten werden. Auch auf Jim und Marians Farm wird bald gefrackt. Die Halls haben sich in Texas zur Ruhe gesetzt, wollten die Natur genießen.
Vom Ölrausch ahnten sie da noch nichts. Stolz zeigen sie uns ihr Land. Als wir hier hingezogen sind, war alles noch wilde Natur. Kein Lärm, keine Zäune. Ein Bock mit seiner Herde. Die Region war ein beliebtes Jagdrevier, bevor überall Ölfördertürme aus dem Boden schossen wie Pilze. Die Halls erzählen uns, dass ihnen nicht wohl ist angesichts der riskanten Technik. Doch sie hoffen auf das große Geld. Und wie Jim und Marion setzt das ganze Land auf ein neues Zeitalter als größter Ölproduzent der Welt. Bald müssen wir uns nicht mehr um den Nahen Osten sorgen. Dann schicken wir keine Kriegsschiffe mehr ins Mittelmeer, um die Straße von Hormus zu sichern oder andere Schifffahrtswege in dieser Region. Unsere Außenpolitik wird sich völlig neu ausrichten. Das wird enorme Auswirkungen haben für die USA und die ganze Welt. Die Vereinigten Emirate von Amerika, und das bereits in 10 Jahren, schon bald wollen die USA Russland als Energielieferanten überholen. Nicht nur Ölkonzerne träumen davon, auch renommierte Experten halten dies für möglich und warnen vor den enormen Konsequenzen, auch für Europa. Ein Grund, warum wir uns militärisch im Nahen Osten so engagieren, ist Öl. Wenn sich die USA da zurückziehen, wer füllt dann die Lücke? China? Die Europäer? Beide werden dort bald sehr viel mehr für die Sicherheit tun müssen. Ein letzter Besuch bei dem Herrscher aller Bohrlizenzen, zumindest in Texas. Smitherman ist überzeugt, die angeschlagene Supermacht startet wieder durch. Öl und Gas sei Dank. Und mit jedem Barrel, das sie aus dem Boden holt, rückt dieses Ziel ein wenig näher.